Moin Freunde und herzlich willkommen hier bei 5 Only TV und heute wieder mit Red Dead Redemption 2, you know what it is. Und wir nehmen uns die Kräuterkenner-Herausforderung vor. Level 1 bis 10. Aber lasst euch gesagt sein, ich habe alle 43 Kräuter im Game gefunden und das für euch mit Ort und Beschriftung versehen, dass ihr es leicht habt, es einfach zu finden. Also berufe ich mich bei manchen Aufgaben auf diesen Kräuter-Run, so wie ich ihn nenne, den ich jetzt hier per Timestamp reinbringe. Und bei einigen Aufgaben, wenn ihr immens viele Kräuter von einer Art und Weise braucht, dann gehe ich euch nochmal ein paar spezielle Tipps, wo ihr viele von denen finden könnt. Dass ihr einfach nicht den Krampf habt, da immer die Kräuter respawnen zu lassen. Also, wir starten jetzt rein mit Numero Uno. Nummer 1 des Kräuterkenner-Guides. Pflücke 6 Schafgarben. Da könnt ihr auch gerne einen Guide von mir benutzen, wo ihr die findet. Allerdings reicht es einfach, wenn ihr etwas nach Osten reitet von Valentine aus. An dieser Stelle hier beim Twin Stacks Pass habe ich ungelogen. Ich habe 12 bis 15 Stück hier gefunden. Einfach mal dieses Gebiet scouten. Ihr könnt auch gerne ein bisschen weiter nach draußen gehen. Hier findet ihr einiges davon. Nummer 2. Pflücke und probiere 4 Bärenarten. Das ist am Anfang gar nicht so leicht und ich habe auch damit gestruggelt. Ich musste mir das alles irgendwie zusammensuchen von hier und da. Deswegen lege ich euch einfach meinen Kräuterrun ans Herz. Da findet ihr alles an Bären, was ihr braucht, um das schnell abzuhaken. Nummer 3. Stell 7 Gegenstände mit Salbei als Zutat her. Salbei ist eigentlich ein recht gewöhnliches Kraut, das findet ihr über die ganze Map in allen Formen und Farben verteilt. Was ihr dann herstellen solltet allerdings, ist hier der starke Magenbitter, weil ihr da jeweils nur ein Salbei, eine Klettenwurzel für braucht. Somit werdet ihr nicht so viele Rohstoffe wasten und könnt schnell weitermachen mit Number 4. Nummer 4. Pflücke 5 Pilze und verfüttere sie an dein Pferd. Easy zu finden, meistens in bebäumten, beschatteten Stellen. Müsst ihr einfach mal im Wald nachgucken, sonst checkt den Kräuterrun aus, da sind diverse Pilze, die wir finden. Bei Nummer 5 sollt ihr 9 Gegenstände mit Indianertabak herstellen. Dafür braucht ihr mindestens 9-mal Indianertabak, weil dieses starke Schlangenöl, was ihr seht, das braucht jeweils nur 1-mal Indianertabak. Also sobald ihr 9 habt, könnt ihr auch diese Herausforderung easy abschließen. Und Indianertabak ist eigentlich auch mal öfter zu finden hier in der Welt. Jo, dann kommen wir zu Nummer 6, pflücke 15 verschiedene Kräuter. Das habe ich zum Beispiel einfach nebenbei gemacht beim Questen. Man kommt halt immer mal irgendwo ran vorbei, was du einsammelst und so, dann sind 15 schnell zusammen. Sollte euch da was fehlen, checkt den Guide aus, dann habt ihr das recht fix abgehakt. Mit Nummer 7 wird es dann schon wieder etwas komplizierter und zwar müsst ihr 5-mal Spezial Wundertonikum herstellen. Und wie ihr schon sehen könnt, braucht ihr jeweils 6-mal Johannisbeere, Schafsgarbe, Klettenwurzel. Addieren wir das Ganze, brauchen wir 30 von jedem. So, das ist schon krampfhaft zusammenzubekommen. Vor allen Dingen bei der Klettenwurzel hatte ich meine Probleme. Deswegen zeige ich euch jetzt spezielle Stellen, wo ihr einiges davon finden könnt. Gut, kommen wir zur Schafsgarbe. Hier, wie schon am Anfang erwähnt, am Twin Stacks Pass einfach mal ein bisschen hier farmen gehen und dann solltet ihr das recht fix zusammen haben. Das war nicht das Problem. Die Johannisbeere gibt es auch en masse und zwar hier Roanoke Ridge. Einmal hoch und runter farmen und dann solltet ihr das auch fix zusammen haben. Achtet auf hohe Sträucher, die ist nicht zu übersehen. Kommen wir jetzt zur Klettenwurzel. Die befindet sich hauptsächlich hier in diesem Gebiet an den Flussufern. Ich hatte aber meine Probleme mit dem Respawn. Im ersten Run konnte ich viele finden und dann hat sie lange nicht regespawnt. Also checkt dieses Gebiet und checkt außerdem mein Guide, an welchen anderen Flüssen ihr die noch finden könnt. Nummer 8 möchte von euch, dass ihr 6 Giftwaffen mit Oleander herstellt. Und Oleander ist eine giftige Pflanze. Der Hotspot, den ich entdeckt habe dafür, ist hier bei dem NWA. Und zwar unter dem N ist so eine kleine Hütte. Und hier in dieser Area findet ihr einiges an giftigen Oleander. Was ihr dann damit macht, ist folgendes. Ihr geht ans Feuer. Oder auch nicht ans Feuer, wie ihr wollt. Auf jeden Fall stellt ihr euch vergiftete Wurfmesser her. Da braucht ihr jeweils nur einen Oleander. Und Wurfmesser könnt ihr beim Hehler eures Vertrauens kaufen. Zum Beispiel in Rhodes, an der Emerald Ranch oder in St. Denis. Nummer 9 ist die deutlich zeitaufwendigste Aufgabe von allen. Also empfehle ich euch, macht euch noch ein Bier auf, holt euch eine Tüte Chips. Wir starten jetzt den Kräuterrun. Der geht einmal vom Westen bis zum Nordosten. Einmal durch, sammeln alle 43 Kräuter im Game. Let's go! Jo, angekommen jetzt bei Challenge 9 und somit auch gleichzeitig zur zeitaufwendigsten Herausforderung. Ihr seht es hier schon, Kräuterkenner Level 9, alle 43 Kräuterarten gesammelt.
Das heißt, alle im Spiel vorhandenen Kräuterarten einmal sammeln. Wir machen das jetzt so. Ich mache euch hier einen groben Plan. Wir starten hier im Osten und gehen dann, beziehungsweise im Westen, sorry, und gehen dann einmal ganz komplett Richtung Westen und sammeln alles ein, was es gibt an Kräutern. Ist zeitaufwendig. Aber was willst du machen? Da muss man ja auch irgendwann durch. Also starten wir direkt hier. An diesem Spot hier, ihr habt es gesehen. Und wir gucken mal, was es hier gibt. Oregano. Nummer 1. Und das Unentdeckte sogar. Wüstensalbei. Und die wilde Möhre. Somit haben wir schon mal 3. Und dann geht's jetzt weiter zum nächsten Spot schon. It's a long way to go. Ah, nicht zu vergessen hier noch den Riesenschirmpilz. Am gleichen Spot natürlich. Yo, wir sind hier an Spot Nummer 2. Der ist direkt hier oben. Weiter gehen Westen. Hier findet ihr Kraut Nummer 5, die schwarze Johannisbeere. Location Nummer 3 ist hier östlich von Fort Mercer. Hier findet ihr unter anderem den roten Salbei. Und ein bisschen weiter südlich hier noch. Muskatkraut auf jeden Fall mitnehmen. So, wir rennen mal eben hier rüber. Wo ist es? Genauso wie Sandthymian. So, jetzt sind wir hier auch östlich von Armadillo angekommen. An diesem Spot, unter dem zweiten A quasi, könnte man sagen. Und hier gilt es jetzt, wildes Mutterkraut zu collecten. Und dann, um sich den ganzen Spaß ein bisschen einfacher und zeitsparender zu gestalten, nehmen wir jetzt direkt die Postkutsche Richtung Blackwater. Dann sind wir hier Blackwater angekommen und reiten Richtung Great Plains. Hier beim P, daran könnt ihr euch quasi orientieren. Und hier gibt's, was gibt's hier Schönes zu holen? Einmal haben wir hier Präriemohn. Wenn ihr euch hier umschaut, da oben haben wir noch einen Busch. Da finden wir Himbeere. Gut, sobald ihr das habt, ist der nächste Spot Caliban Seed. Das ist hier südlich von Valentine. Also wie immer aufgrund der Zeitersparnis Blackwater, Postkutsche, Valentine, abgehen Süden. Jo, angekommen hier jetzt bei Caliban Seed. Gibt es hier direkt 4 verschiedene Kräuter zu holen. Wir haben im Angebot einmal Indianertabak. Dann haben wir hier noch Schafgarbe. Außerdem noch amerikanischer Ginseng. Last but not least hier im Schatten der Bäume der gute alte Maronenröhrling. Nicht zu vergessen. Jo, gar nicht mal so weit westlich von Caliban Seed finden wir dann die beiden nächsten Kräuter schon. Das ist hier einfach ein bisschen den Fluss runtergeritten. Ein Katzensprung, so gesagt. Einmal die Klettenwurzel. Und hier vorne das Standardgedöns, was man öfter mal findet, Ackerminze. Ach ja, und nicht zu vergessen, hier könnt ihr auch direkt an der Stelle den breitblättrigen Rohrkolben einsammeln. So, wieder ging es ein kleines Stück Richtung Westen den Fluss entlang, wie ihr hier sehen könnt. Bis an diesen Spot, wo diese gestreifte Linie die Hauptstraße trifft.
Und hier, einfach unverwechselbar, unübersehbar, sammelt ihr die guten Brombeeren ein. So, wir sind angekommen bei Errisfield. Das ist hier in Limoyne. Hier oben bei diesem kleinen Rinnsal, könnte man sagen, in dem kleinen Wald. Am Ringneck Creek. Und es gießt in Strömen hier. Es schüttet aus Eimern. Nichtsdestotrotz lassen wir uns hier nicht von unserem Vorhaben abhalten. Pfifferling eingesammelt. Genauso wie der gute alte Kolibri-Salbei. So, das war's auch schon an dem Spot hier. Angekommen jetzt hier in Bayou am Camessa River. Hier könnt ihr genau sehen, wo es ist. Oberhalb des Bays vom Bayou. Hier ist so eine kleine Hütte. Könnt ihr euch dran orientieren. Hier finden wir die beiden nächsten Kräuter. Einmal die kalifornische Heidelbeere. Die eigentlich relativ oft vorkommt hier in Flussnähe. Genauso wie die Seidenpflanze. Jetzt sind wir wieder ein Stückchen weiter. An der Straße, die zum B von Bayou grenzt, könnte man sagen. Hier. Und direkt hier an der Spitze. Macht ihr mal Adlerauge an, da seht ihr schon was blinken. Auf diesem kleinen Baum findet ihr wieder eine besondere Orchidee. Die habe ich jetzt auch zum Beispiel noch nicht. Was ist es? Dame der Nacht. Wie ihr seht, einen exotischen Gegenstand jetzt gesammelt. Da kommt auch nochmal ein BOD zu bei Zeiten. So, geht das weiter. Jo, wieder ein kleines Stück weiter geritten. Wie ihr sehen könnt, hier einmal zack unter den Bahngleisen durch. Auf diesen kleinen Waldpfad hier, könnte man sagen. Und hier auf der linken Seite befindet sich so eine Art Sumpf. Müsst ihr einfach mal ein paar Baumstämme untersuchen und dann werdet ihr hier den auch schon finden, wo ihr die Spinnenorchidee findet. Und das ist auch die einzige Blume hier, die wir in diesem Gebiet brauchen. So, weiter geht's aufs Pferd. Wir haben noch einiges zu tun. Wir sind jetzt hier wieder ein Stück nach Süden geritten. Und zwar hier direkt unter dem N von NWA. Und hier ist auch der beste Spot für Oleandersalbei. Den ihr ja bekanntlich für die Herausforderungen hier vor benötigt habt, um eure Waffen zu vergiften. Zudem finden wir hier auch noch eine Special Orchidee. Wenn ich mich recht entsinne, müsste die hier vorne sogar weiter Richtung Weg gewesen sein, an dem Baum natürlich wieder. Schauen wir mal eben. Ja, hier vorne ist er. Gar nicht zu verfehlen an der Straße, die nehmt ihr auch noch mit. Und dann habt ihr 25 und 26. Achso, wir sind hier immer noch bei dem Spot, bei dem gleichen, bei dem kleinen Haus hier. Und das war hier die Orchidee, nicht zu verfehlen, das davor war die Vanilleblume. Zigarrenorchidee. Jo, jetzt sind wir immer noch in diesem Gebiet hier unterwegs. Hier. Und hinter der Hütte müsst ihr einfach mal ein paar Bäume auschecken. Dann findet ihr auch dieses gute Stück hier. Die Rattenschwanz-Orchidee. Was es nicht alles gibt. Kommen wir jetzt zu Nummer 24. Wir befinden uns hier östlich des Lagres-Sees. Oberhalb von NWA, an diesem Spot hier ungefähr. Und hier, wenn ihr euch mal ein bisschen umschaut, seht ihr so einen abgestorbenen Baum. Einfach mal hingehen und untersuchen. Und schon gibt's Akunas Stern. Eine Orchidee. Gut, dann kommen wir zur nächsten Orchidee. Die ist hier, Eingang von Saint-Denis, könnte man sagen, an dieser Brücke. Wenn ihr vor der Brücke steht, runter vom Pferd, oder bleibt drauf, wie es euch beliebt, und hier ab zum zweiten Baum.
Und da ist das gute Stück auch schon. Die Tintenfischorchidee und das wäre Nummer 31. Jetzt geht das weiter Richtung 32. Angekommen jetzt hier unterhalb der Bahngleise, die von Westen nach Saint-Denis reinführen. Hier. Bisschen aufpassen, hier ist Krokogebiet. Und hier einfach auch mal die Bäume auschecken, das ist eigentlich nicht zu übersehen. Und da könnt ihr direkt die Geisterorchidee abgreifen. Die ist hier. Gut, das war die nächste und weiter geht's, würde ich sagen. One more time, boy. One more time. Jo, kommen wir zur nächsten. Die ist genau hier auf der Map. Südlich von Meadows. Hier ist so ein kleiner Wald und hier findet ihr eine Lichtung. Mitten im Wald. Und wenn ihr die Lichtung gefunden habt, ist das auch ein einfaches für euch, die Orchidee zu finden. Die ist hier an einem einsam verlassenen Baum. Zack, wie ihr seht, ich hatte die auch noch nicht gefunden. Was ist es für eine? Es ist die Nachtduft-Orchidee. Alright. Yo, die nächste Orchidee finden wir hier. An diesem Spot hier. Dieser Weg, Gabelung nicht, Kreuzung, was auch immer, etwas unterhalb, ist eigentlich nicht zu verfehlen. Und ihr nehmt euch am besten hier was mit, um fokuslos zu werden. Hier hängen ein paar rum und nerven. So, hier vorne ist das gute Stück auch schon. Zack, kurz eingepackt und weiter geht's zur nächsten. Jetzt sind wir wieder ein gutes Stück hier Richtung Norden geritten. Wir befinden uns hier westlich vom Van Horn Trading Post unterhalb der Bahngleisen hier. Und hier findet ihr auch direkt schon die nächste Orchidee in dem kleinen Wäldchen. Es ist der stängellose Frauenschuh. Aha. Und für die nächste Orchidee ging es jetzt wieder weiter Richtung Norden. Wir sind jetzt gerade hier an der Landesgrenze, könnte man sagen, von Amberino zu New Hanover. An dieser Stelle hier, wo der Weg so eine kleine Biegung macht ums Gebirge herum. Ich schaue mich mal um, dann könnt ihr es auch sehen. Hier ist so eine kleine Einbuchtung und direkt zwischen drei Eichen oder Tannen oder was es ist, eher Tannen, könnt ihr die nächste auch schon finden. Die gute Drachenmaul-Orchidee. So, die nächste ist jetzt die Spatzenei-Orchidee, auch wenn ich jetzt selbst keine finden konnte, weil ich die jetzt anscheinend vorher schon irgendwann mal gepflückt habe und ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt respawnen an den gleichen Stellen oder anderen Stellen. Auf jeden Fall hier an der östlichen Seite des Camessa River, wo der in den Elijah Pool reinläuft. Hier findet ihr direkt zwei Spatzenei-Orchideen auf dieser Seite. Hundertprozentig einfach mal ablaufen und dann habt ihr die auch schon. Ich werde die irgendwie mir später jetzt nochmal suchen müssen. Keine Ahnung, wo die ist, die gute. Yo, jetzt sind wir hier angekommen beim schönen Oak Creeks Run. Und wir befinden uns genau östlich von dem großen Teich hier. A.K.A. See, whatever. Und hier findet ihr zwischen so ein paar Bäumchen einen Igelkraftwurz. Einen vereinzelten zwar, aber einer reicht ja erstmal. Zack, da haben wir den auch schon mal von der Agenda gestrichen. Weiter geht das jetzt Richtung Norden. Beziehungsweise erstmal Richtung Osten, oberhalb von Ainsburg. An dieser Stelle hier, den zweiten Übergang über den Roanoke River. Wo wir den Traumfänger auch geholt haben. Und hier sacken wir uns die Goldjohannisbeere ein. Und dann waren es nur noch vier. Yo, und für die letzten drei sind wir jetzt hier im Norden angekommen.
im Gebiet, wo der legendäre Elch einmal gelebt hat, vor langen, langen Zeiten. Hier finden wir folgende Sachen. Einmal Rebhuhnbeere. Na, wo bist du? Ja. So, zack. Das ist Nummer 1. Dann haben wir hier noch folgendes. Wo ist er? Den guten Kastanienschwamm. Und last but not least in diesem Gebiet das violette Schneeglöckchen. Jo Leute, und dann fehlt jetzt noch die letzte, um das Ding endlich abzuschließen. Wir sind nach Strawberry geritten, beziehungsweise haben die Postkutsche genutzt und sind zu Montos Rest geheizt. Ein Stückchen weiter östlich davon. Wir stehen jetzt hier quasi vor diesen kaputten Hütten hier. Und hier findet ihr die Frauenschuh-Orchidee, die letzte zu sammelnde. Zack. Jo, das war jetzt Nummer 43. Damit müsstet ihr es geschafft haben, die Herausforderung. Bei mir kam jetzt hier leider kein Pop-up, weil, wie gesagt, ich habe diese Spatzenei-Orchidee noch nicht gefunden. Ich habe im Laufe des Games schon 8, 9 Stück davon eingesammelt. Die respawnen anscheinend nicht. Also muss ich jetzt nochmal das ganze nordwestliche Gebiet abackern und auf Krampf eine finden. Aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt erstmal so weit helfen. Ich war jetzt hier auch gute 3,5 Stunden unterwegs mit dem ganzen Spaß. Es ist halt ein aufwendiges Zeug, ne? Die ganzen Kräuter zu sammeln. Ich sag euch das. Müsst ihr ein bisschen Zeit einplanen, aber ich hoffe, mit dem Guide hier geht das ein bisschen schneller. Ich kann euch ein bisschen Zeitersparnis da gewährleisten. Also Leute, wir sehen uns gleich bei Herausforderung Nummer 10 und ich bin jetzt erstmal auf Orchideensuche. Ach, was für ein Abfuck. Bis gleich. Jo, Freunde, kommen wir jetzt zu Level 10 des Kräuterkenners. Und um das abzuschließen jetzt endlich, müsst ihr alle 11 im Spiel verfügbaren Fleischsorten einmal würzen und kochen. Das geht ganz easy, dafür geht ihr einfach ans Feuer, herstellen, kochen. Und um ein Fleisch zu würzen, könnt ihr entweder Ackerminze, Oregano oder Thymian benutzen. Das heißt, ihr geht einfach hier auf Vorräte, zum Beispiel hier auf zartes Fischfleisch und könnt dann hier den Reiter durchschalten. Zum Beispiel mit Ackerminze, Oregano oder Thymian es würzen und dann einfach auf X herstellen. Ganz easy Ding. Die ersten drei Fleischsorten kriegt ihr direkt beim Metzger hier. Wir rennen mal eben kurz rüber. Das sollte kein Problem sein. Der hat erstmal die Grundfleischsorten im Angebot. Wenn wir mal gucken hier, könnt ihr das hier gebrauchen: abgehangenes Wildfleisch, zartes Schweinefleisch, erstklassiges Rindfleisch. So, dann hätten wir schon mal die ersten drei. Kommen wir zum Hammelfleisch. Und hier sind doch immer wunderbar schön viele Schafe in Valentine. Jo, und deswegen würde ich mir das auch gar nicht so kompliziert machen hier. Auch wenn das jetzt ein bisschen Aufruhr hier veranstaltet. Nimmst einfach eine Wumme. Zack, so blutrünstig es auch ist. Kurz gehäutet. Und dann abgehauen. Ich meine, das kostet euch jetzt ein bisschen Kopfgeld. Aber, mein Gott, wollen uns ja ein bisschen Zeit ersparen. So, wir ziehen durch hier und haben dann auch das Fleisch. Um Lachs zu fangen, sind wir jetzt am Dakota River, westlich von Fort Wallace, hier oben. Und ihr benutzt am besten den Flussköder. Falls ihr den noch nicht habt, kurzer Tipp am Rande, bekommt ihr den. Lasst mich kurz gucken. Hier oben beim Lagres. Hier ist ein Ködergeschäft. Da könnt ihr den kaufen für ein paar Bucks. Sollte kein Problem sein. Und wir versuchen uns einfach hier einen Lachs rauszuholen, wie gesagt. Ihr guckt, dass ihr den Flussköder ausrüstet. Und dann versuchen wir unser Glück. Ihr seht die Lachse hier auch regelmäßig schon aus dem Wasser springen und zack, beim ersten Versuch haben wir schon einen. So, gut, haben wir das auch. Für Kleinwildfleisch, da holen wir uns natürlich einen Hasen, einen schmackhaften.
Wenn wir denn einen finden, hier am besten auf dem Weg, um Zeit zu sparen. Zack. Der hat nur auf uns gewartet. Somit haben wir auch den. So, und für das normale Vogelfleisch holt ihr euch einfach eine Gans oder ähnliches. Typischerweise hängen die hier am Heartland Overflow ab. Und zwar in Massen. Es geht aber auch noch anderes, zum Beispiel Präriehuhn, denke ich mal, oder Truthahn wird alles gehen. Was haben wir denn hier? Truthahn direkt. Zack, fliegt uns direkt vor die Flinte. Nehmen wir doch mal mit. Müsste eigentlich auch fettes Vogelfleisch geben. Wie gesagt, Gans oder Truthahn oder irgendwas, was fliegt und Chicken ist. So, angekommen hier in Saint-Denis, sind wir ein bisschen weiter gen Norden geritten. Und hier holen wir uns jetzt diverse Sachen. Erstmal fürs Großwildfleisch könnt ihr euch einfach ein Krokodil handeln. Ja, kein Problem. Sogar 5-mal Fleisch, also mehr als genug. Die Haut brauchen wir in diesem Fall jetzt natürlich nicht. Ich lasse das einfach mal hier. Und für das exotische Vogelfleisch würde ich euch einfach empfehlen, Pelikan zu handeln. Die sind hier oben an der Spitze. Genau hier, da sind wir jetzt auch auf dem Weg hin. Wie ihr sehen könnt, fliegt hier einiges an Vögeln rum. So, da haben wir ihn auch schon, den Pelikan. Zack, das gibt exotisches Vogelfleisch. Und wenn ihr hier am Strand seid, da könnt ihr direkt schon mal nach den Krabben Ausschau halten, die hier ab und zu mal rum heizen, weil die brauchen wir für das Krustentierfleisch und dann fehlt uns nur noch ein Fisch und dann haben wir auch schon alle 11 Sorten. Yo, für den letzten Fisch sind wir jetzt hier wieder am Lagras angekommen. Und wir schmeißen einfach mal die Angel rein. Nicht vergessen hier in dem Fall den Sumpfköder auszurüsten. Wo ist er da? Eigentlich solltet ihr kein Problem hier mit den Krokos haben. So schnell kommen die nicht. Ihr könnt es hier natürlich auch an jeder x-beliebigen anderen Stelle im Sumpf ausprobieren, das ist absolut kein Ding. Am besten natürlich da, wo ihr seht, dass Luftblasen aufsteigen oder Fische schwimmen. So, was haben wir hier? Come on. Okay, er ist schon auf dem Land. Aha. Zack. Haben wir doch, Schwarzbarsch. Der sollte doch reichen, absolut. Zack, den nehmen wir mit. So, das war jetzt 10 von 11 und dann fehlt noch die Krabbe. Und wenn ihr Krabben sucht, ich dachte erst, die wären an jedem Strand, aber das scheint nicht so zu sein. Viele Krabben findet ihr definitiv auf dieser kleinen Insel hier. Da reiten wir jetzt hin und holen uns erstmal eine. Hier müsste ein kleiner Anleger mit dem Boot noch sein, falls ihr euch von der Story noch erinnern könnt. Okay, angekommen hier am Spot, stellt sich heraus, es gibt keine Möglichkeit, ein Boot zu nehmen, bis auf die, dass wir uns wirklich zwanghaft eins holen hier. Ich glaube, es bleibt uns jetzt gerade nichts anderes übrig, auch wenn wir jetzt ein bisschen schlechten Ruf hier bekommen. Oh shit, was ist mit der Ausdauer? Was ist mit der Ausdauer? Komm Junge, du schaffst es noch ins Boot. That was close. Normalerweise bin ich davon ausgegangen, hier wird ein Boot stehen, aber sonst macht's einfach so wie ich.
und behelft euch ein bisschen. Bisschen die Situation für euch nutzen. Bisschen opportunistisch handeln hier. Und wenn wir hier drüben sind, dann gibt es hier auch die Krabben. Und zwar en masse. Und hier haben wir auch schon die Krabbe. Eine von vielen. Könnt ihr direkt mal 2, 3 mitnehmen, wenn ihr schon da seid. So, aufgehoben. Und schon habt ihr das Krustentierfleisch. Ja, und wie gesagt, zu allerletzt bleibt euch dann noch ans Lager zu gehen und ein bisschen zu kochen. Hier habt ihr verschiedene Fleischsorten. Links, rechts könnt ihr durch die Gewürze durch switchen und euch einfach alle 11 Fleischsorten herstellen. Und somit habt ihr das dann auch geschafft. Den Kräuterkenner-Guide. Meiner Meinung nach einer der nervigsten, weil zeitaufwendig. Ich war jetzt ewig dran, das alles fertig zu machen. Und vor allen Dingen das Video mit allen Kräutern hat einiges an Zeit in Anspruch genommen. Ich hoffe aber, ich konnte euch helfen jetzt und euch auch ein bisschen Stress und Zeit ersparen. Und die anderen Guides kommen auch noch zu den Herausforderungen. Jeweils 1 bis 10 auch, kein Thema. Also, habt Spaß bei Red Dead Redemption. Und viel Erfolg auf eurem Weg zu 100%. Ach genau, und vergesst nicht beim Trapper vorbeizuschauen. Der kann euch jetzt neuen Stuff verkaufen, wenn ihr die 10 Herausforderungen hier abgeschlossen habt. Also guckt einfach mal rein, um eure Stats auch zu verbessern. Gut, bis dahin bin ich raus. Leute, macht's gut, bis dann. Peace.